Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher. Schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid bei diesem neuen Video. Und zwar habe ich heute hier wieder ganz speziell den jungen, aufstrebenden YouTuber und seines Zeichens Physiotherapeut aus Potsdam, ja, südlich von Berlin. Den habe ich heute wieder hier. Wie gesagt, das zweite Thema in diesem Video wird eben sein Barfußlaufen. Ja, diese Geschichte mit Barfußlaufen, das ist ja, glaube ich, so seit ein paar Jahren jetzt so ein Hype, würde man sagen. Das heißt, dass man da ja ganz, ganz viel damit machen kann, dass es viel, viel gesünder ist und was auch immer, aber das erzähle euch jetzt nicht ich. Dafür habe ich ja den Marvin. Ich sage auf jeden Fall, Marvin, hallo, du bist hier wieder mit dabei von der Partie. Das freut mich, dankeschön. Freut mich auch, dass ich wieder dabei bin. Ja, genau. Und du darfst uns jetzt einfach mal ein bisschen was zum Barfußlaufen erzählen. Vor allem, wie ist das aufgekommen? Wer hat das aufgebracht? Und was sind jetzt die sogenannten Vorteile von dieser Barfuß oder von dieser Minimalschuhgeschichte, ich weiß jetzt nicht, wie man die genau nennt, Barfußschuhe, glaube ich, oder so in der Richtung. Also, was hast du dazu zum Sagen? Also, wie das aufgekommen ist, das erste Mal davon habe ich in dem Buch gelesen von Born to Run. Mir fällt gerade leider der Autor nicht ein. Ja, und das ist ein Amerikaner gewesen, ein Journalist. Und der aber auch so eine typisch amerikanische Figur hatte sozusagen, ja, schon übergewichtig und sehr unsportlich sozusagen. Und der hat sich halt in dem Buch mit zu dem Thema Laufen auseinandergesetzt. Und im Laufe des Buches ist er sozusagen zu einem Urstamm in Mexiko gekommen. Und ich möchte mich nicht festlegen, wie die nochmal heißen, das Urvolk, aber Tamayana oder sowas in diese Richtung, ja. Und da ist es halt aufgefallen, dass die halt alle barfuß gelaufen sind und sozusagen an der, ja, mexikanischen Grenze, also zu den USA, Texas und so weiter, diesem Bereich, haben die halt alle möglichen Pokale gewonnen, ja, und Tausende von US-Dollar, was halt für die super viel Geld waren und die gleich jahrelang davon erleben konnten, das ganze Dorf sozusagen. Und die sind halt alle ja nur auf einfachen Sandalen gelaufen sozusagen oder barfuß und die haben halt absolute Top-Leistung bekommen und haben sich nicht verletzt wie jetzt normale Profisportler, die sich im Laufe des Jahres mehrmals verletzen. Und in dem Buch sind auch Studien ausgekommen, dass sogar die Trainer in Amerika sogar daraufhin im Laufe der Zeit den Sportlern bewusst ja, abgetragene Schuh gegeben haben oder halt Barfußschuh, dass sie, und es ist halt praktisch rausgekommen, dass sie sich im Laufe der Zeit weniger verletzt haben als die, die immer die top-neuesten Schuhe hatten und alle 700, 800 Kilometer die gewechselt haben. Und das war dann halt auch so eine Erkenntnis für mich, wo ich dachte, ja, wie kann das sein? Weil gerade die Schuhindustrie sagt dann natürlich, sobald man in Intersport oder ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, ja, in so ein Sportgeschäft halt reingeht, dann heißt es ja, ja, 800 Kilometer, maximal 1000 Kilometer und dann kommt da auf einmal raus, die Profisportler, wo ja wirklich jedes Prozent Leistung zählt und die auf jeden Fall keine Verletzung haben dürfen, weil das ja das Todesurteil für die Sportler bedeutet, auf einmal auf so mega alten Schuhen umsteigen. Das hat mir selber schon zu denken gegeben. Ja, spannend. Ja, aber was hat man jetzt für Vorteile, wenn man jetzt quasi entweder mit mega alten Schuhen durch die Gegend läuft oder überhaupt barfuß oder mit den sogenannten Barfußschuhen? Was sind jetzt die Vorteile? Warum sind oder ist dieser Indianerstamm da an der Grenze Mexiko-Amerika, warum waren die da um so viel besser? Was macht da einen Unterschied aus? Es gibt mehrere Vorteile dafür. Und zwar zum einen, dass man automatisch seine Fußmuskulatur trainiert und allgemein dadurch eine bessere Fußstabilität hat und allgemein nicht so viele Fehlformen, weil auch in der heutigen Zeit, gerade durch das Schuhwerk in jungen Jahren und vor allem mit mega engem Schuh und enges Fußbett vorne, ja, ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen Fußfehlstellungen haben
Und dadurch kann man das in Anführungsstrichen schon, wenn man am besten in jungen Jahren anfängt, in Anführungsstrichen schon seine Fußmuskulatur aufbauen und im Laufe der Zeit auch wegtrainieren. Das ist sozusagen ein entscheidender Vorteil, weil man dann einfach ökonomischer läuft aufgrund weniger Fehlstellungen, die heute extrem viele Menschen haben. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass man anstatt mit der Ferse, mit dem Vorfuß landet. Und das ist einfach, ja, ergonomisch einfach auch oder biomechanisch auch einfach ein viel größerer Vorteil. Weil man muss sich vorstellen, wenn man immer mit der Ferse reinrammt, dann bremst man sich immer eine Sekunde in Anführungsstrichen ab, ja. Und wenn man jetzt mit dem Vorfuß läuft, dann nimmt man quasi den Schwung von dem Schritt, den man getan hat, sowieso mit, ja. Das ist schon mal einfach aufgrund von, ja, Leistungsambition, wenn man sich jetzt beispielsweise die Top-Elite der Marathonrenner, Läufer anguckt, dann sieht man auch, die laufen barfuß. Jetzt nicht mit klassischen Barfuß, die laufen auf dem Vorfuß, also nicht mit klassischen Barfußschuhen unbedingt, aber die laufen auf jeden Fall im Vorfußstil, ja. Und ein weiterer Vorteil ist halt, ja, dass man, dass es einfach gelenkschonender ist, weil dadurch, dass man mit dem Vorfuß läuft, ist es so, dass vor allem die Muskulatur und nicht die Gelenke arbeiten müssen. Das merkt auch jeder, der schon mal im Vorfuß gelaufen ist. Die Wade kann danach beim ersten Mal schon ziemlich brennen und das kann schon ziemlich anstrengend sein. Und da sieht man einfach, dass die Muskulatur mehr arbeitet. Und wenn man mit der Ferse läuft, ist es sozusagen so, dass man in einer geschlossenen Kette läuft. Das heißt, es wird quasi von der Ferse direkt aufs Kniegelenk in Anführungsstrichen übertragen und dann auf die Hüfte, ja. Ich kann es jetzt nicht besser zeigen, um es halt die Kette zu zeigen. Und dadurch kommt halt immer wieder Druck aufs Knie, auf die Hüfte und auch aufs Fußgelenk. Ja, was dann halt zu erheblichen Problemen auch, ja, bei super vielen Läufern im Laufe der Zeit führt. Ja, das war ja schon mal einiges. Also ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Läufer, das mittlerweile seit vielen Jahren. Und ich hatte mal mit dem Knie wahnsinnige Probleme. Das war, ist schon richtig lang aus, jetzt auch 15 Jahre auf jeden Fall. Und da konnte ich kaum noch gehen. Solche Schmerzen hatte ich dann plötzlich. Und der Hausarzt hat ja gesagt, naja, kann man halt nichts machen. Das ist halt Abnutzung. Ja? Wie halt Hausärzte immer wieder mal reagieren, ist halt so. Ja. Ja? Was hättest du mir damals in der Situation barfuß laufen geraten oder was hätte ich da tun sollen? Naja, wärst du jetzt bei mir in der Praxis gewesen, hätte ich mir erstmal deine Statik angeguckt, ja, wie du so stehst. Und da haben eigentlich auch ich, eigentlich fast jeder Mensch, irgendwelche Fehlstellungen, an die man erstmal arbeiten kann, ja. Und ganz klassisch beim Kniegelenk hätte ich auch ganz klassisch wieder mit Manualtherapie gearbeitet. Vor allem Traktion ist dort eine sehr gute Technik, dass man die ja, Gelenkkörper, beide, also die Unterschenkelknochen und den Oberschenkelknochen, leicht auseinanderführt und dadurch sich die Gelenkkapsel erweitert und dadurch die Schmerzen sich massiv lindern. Dazu habe ich jetzt auch schon ein Video gemacht, noch nicht hochgeladen, wie man das auch selber bei sich machen kann. Das wirkt wirklich absolute Wunder. Also ich kann das absolut empfehlen, weil es eine sehr natürliche Technik ist und ja, ohne Komplikationen in Anführungsstrichen und auch super effektiv ist, ja. Aber jetzt einfach zu so sagen, okay, dann mach doch einfach Barfußlauf, das wäre wahrscheinlich das Falsche gewesen, oder? Ja, also prinzipiell schon, ja. Genau, es kommt drauf an. Also wenn du jetzt gesagt hättest, du läufst jetzt jede Woche 50, 60 Kilometer oder so, und dann hätte ich halt schon, also halt normal mir das Laufbild erst einmal angeguckt, ja. Und dann hätte ich dir halt schon den Hinweis gegeben, ja, dass du es vielleicht mal als Abwechslung, erstmal sowieso, wenn du akute Schmerzen hast, sowieso erstmal die Belastung komplett streichen, also bis auf 80, 90%, ja. Ja, ich bin aufs Rad umgestiegen. Ich bin dann. Oder das, ja. Ja, also ich habe ja dann damals, ich mag, kann es eh sagen, wie es dann wirklich war, ich habe mir dann meine Fußstellung in einem Sportgeschäft, in einem speziellen Laufgeschäft, Triathlon-Geschäft anschauen lassen. Und die haben ja diese Pro-Nation, wie heißt das jetzt, Pro-Not,
Pro-Nation-Stützung. Genau, die haben sich das genau angeschaut und haben das auch ausgemessen oder durch einen Fußabdruck eben gemerkt, wie, wo ich den Fuß am meisten belaste. Und da habe ich mir dann wirklich mal richtig teure Laufschuhe gekauft und mit denen ist es dann auch weggegangen. Also mit Schuhen und nicht barfuß. Ja, das ist eigentlich so der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte eigentlich ein bisschen darauf hinweisen, dass ich mir denke, dass viele oder man, dass man nicht den Fehler machen sollte, ja, barfuß laufen ist so super gesund und das ist so super toll und dann steigt man sofort vom normalen mit Laufschuhen komplett gleich um und erwartet dann Wunder. Weil ich denke, dann ist wahrscheinlich, und das wirst du vielleicht auch bestätigen, am Anfang eher das Problem, dass man sich dadurch eher verletzen kann, wenn man sofort auf Barfuß laufen umsteigt und dann möglicherweise noch am Asphalt läuft, wenn wir ja jahrelang gewohnt sind mit Schuhen. Und die Laufschuhe sind dann natürlich unglaublich gepolstert. Ja, da wird ja alles Mögliche gemacht, um alles Mögliche abzufedern, oder? Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wenn man jetzt ein klassischer Läufer ist, keine Ahnung, so 50 Kilometer die Woche läuft, ja, mit seinen normalen Schuhen und dann auf einmal 50 Kilometer mit Barfußschuhen läuft, wird man sich schon nach der Woche wie tut fühlen, weil es einfach so anstrengend ist, ja, die Belastung. Ja. Und gleichzeitig ist es auch für den gesamten Knochenapparat eine riesige Belastung und eine riesige Umstellung, was einfach ja, super viel Zeit benötigt. Man muss sich vorstellen, also die Muskeln, die können sich sehr, sehr schnell an die Belastung anpassen. Aber bis der Knochen- und Sehnapparat sich angepasst hat, können teilweise viele Monate vergehen. Und deswegen würde ich da lieber sehr konservativ vorgehen und das halt wirklich so vielleicht 10% beispielsweise, wenn man anfängt, der Strecke, die man normalerweise läuft, halt in Barfußschuhen laufen und den Rest in halt ganz normal klassischen Schuhen. Ja. Mhm. Und auch ich laufe zwar auch mit Barfußschuhen, aber ich laufe auch mit normalen Schuhen. Ja. Mhm. Und jetzt kannst du dich ja vielleicht fragen, warum. Ja. Und zwar ist es bei mir so, dass ich dass es sich einfach leichter vorkommt, sag ich mal. Und bei mir ist es jetzt schon so, ich bereite mich ja gerade auf einen Marathon vor. Mhm. Und da bin ich schon auch leistungsambitioniert und möchte dann eine gute Zeit laufen und so weiter. Und wenn ich die ganze Zeit halt mit den Barfußschuhen laufen würde, also das ist halt viel, viel anstrengender. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es halt noch nicht gemacht hat. Mhm. Und aufgrund dessen, ich habe auch keine akute Verletzung. Bei mir ist es so eine Mischung aus 50-50, sag ich mal. Ja. Mhm. Also so 50% halt normale Schuhe und 50% Barfußschuhe. Mhm. Ja, okay, dass jetzt nicht alle zu sehr glauben, das betrifft jetzt hier dieses Video sowieso nur die Marathonläufer, müssen wir da, glaube ich, wieder ein bisschen herunterkommen. Es ist halt einfach so, ich früher Marathon und Triathlon und du jetzt hast das noch vor dir und bist sehr ambitioniert in die Richtung. Da ist natürlich gefährlich, dass wir da ein bisschen zu sehr in diese Geschichte hineinkommen. Aber was würdest du sozusagen jemanden oder den meisten einfach auch raten, um für die Gesundheit ihrer Füße hier einfach was tun zu können, ohne dass sie jetzt unbedingt auf einen Marathon hintrainieren? Vielleicht jemand, der nur ein bisschen joggen geht, so zweimal, dreimal in der Woche, so eine halbe Stunde oder überhaupt nur spazieren geht. Was würdest du denen raten? Also ganz klassisch, wir nähern uns ja langsam, Gott sei Dank, den Sommer wieder zu, ja. Und am besten, barfuß läuft man ja sowieso am Strand, ja. Und da einfach mal ein paar tausend Schritte einfach am Strand ein bisschen spazieren gehen, ist super gut für die Fußmuskulatur und das kann ich absolut empfehlen. Und das Gleiche kann man auch beispielsweise, wenn man die Möglichkeit hat, beispielsweise auf die Wiese zu gehen, wenn man jetzt nicht direkt im Stadtzentrum lebt, ja, beispielsweise einfach im Park gehen. Und auch dort einfach ein bisschen barfuß spazieren zu gehen. Mhm. Das ist halt einfach auch ein super schönes Gefühl, ja. Einfach für die Fußsensomotorik, weil häufig ist man gerade durch die mega dicken Schuhen vom Boden sehr getrennt und man hat gar nicht mehr so richtig das Gefühl zur Erde. Und da ist es dann halt schon auch schön, barfuß zu laufen. Also wirklich jetzt auch ohne Socken auch, wenn man es wenn es jetzt keine Scherben in der Nähe sind oder so, ja. Und es ist einfach auch ein angenehmes Gefühl, ja.
und super hilfreich für die Fußmuskulatur und ja. Ja, das heißt, wenn jemand einen Wald in der Nähe hat oder vielleicht nicht allzu weit weg und Wälder gibt es ja überall, dass man wirklich dieses Gefühl einfach ausprobiert, barfuß durch den Wald, also durch diesen weichen Boden einfach auch zu gehen und zu laufen, das wäre, denke ich, auf jeden Fall was, was man probieren könnte. Ich bin ja heute im Wald unterwegs gewesen, in dem Falle jetzt leider mit oder eben auch mit normalen Laufschuhen, obwohl die schon ziemlich heruntergelatscht sind. Brauchst du keine neuen kaufen. Weil ich nicht, mittlerweile eben nicht mehr zu denen gehöre, die alle 500 Kilometer sich neue Schuhe leisten. Ja, das habe ich mir vor 15 Jahren circa aufgehört. Da habe ich dann Wettkämpfe gemacht mit 20-Euro-Schuhen zum Teil, ja, weil ich mir gedacht habe, das tue ich mir echt nicht mehr an. Ich zahle nicht jedes zweite Monat 2000 Schilling damals oder eben 150 Euro für einen Schuh. Das habe ich eigentlich in mir auch schon lange aufgegeben. Aber man kann auf jeden Fall einiges tun für seine Füße. Manche machen es ja sowieso gerne und laufen barfuß durch die Wiese und viele wissen es eben auch noch aus der Kindheit, welch angenehme Angelegenheit das eigentlich ist. Und eigentlich, glaube ich, braucht man gar nicht so unbedingt viele Studien dazu, weil wir selber ja eigentlich wissen, was, wie es ist und wie natürlich es eigentlich ist, barfuß zu laufen, und dass es eigentlich die natürlichste Art und Weise der Fortbewegung ist. Und ich denke, wir müssen halt einfach ein bisschen aufpassen drauf, wenn jemand umsteigt oder sagt, ich möchte mehr barfuß laufen, dass man das halt nicht von heute auf morgen machen kann, weil da wird man dann schnell wieder sagen, nein, ich brauche unbedingt meine Schuhe, weil sich natürlich unser System, unser Fuß wieder daran gewöhnen muss, weil wir ja das ganze Leben mehr oder weniger eigentlich unnatürlich gegangen sind. So würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Und was ja mit dem Barfußlaufen auch super ist, man möchte das noch ergänzen, denke ich, das hat was mit den Fußreflexzonen auch zu tun. Weiß nicht, ob du selber auch Fußreflexzonen bearbeitest und ob du dich mit denen auch auseinandersetzt. Aber auch die werden da auf jeden Fall wesentlich besser und mehr massiert, wenn man sozusagen mit der kompletten Fußfläche zum Beispiel jetzt im Wald spazieren geht. Ja, mein lieber Marvin, ich danke dir jetzt auf jeden Fall wieder für diese Ausführungen von deiner professionellen Sicht auf diese Möglichkeit, auch hier wieder was für seine Gesundheit zu tun, und zwar öfter mal barfuß zu laufen oder vielleicht für diejenigen, die joggen oder ein bisschen mehr laufen, auch hin und wieder mal mit sogenannten Barfußschuhen eben auch zu joggen und dann einfach zu schauen, wie es wirkt, weil es hat ja auch offensichtlich auch auf die Körpermuskulatur sowieso, aber auf das Körpersystem und eben auch auf unsere Knochen und auf unseren Rücken, auf das Ganze hat es ja offensichtlich auch ausbalancierende Wirkung, so in die Richtung. Und da gibt's noch einiges dazu zu sagen, aber das lassen wir jetzt, außer du möchtest abschließend jetzt noch ganz was Wichtiges sagen, Marvin. Ja, du hast mich noch gefragt, was man sonst noch Gutes für seine Füße tun kann, abgesehen vom Barfußlaufen. Und ja, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen. Und zwar ganz klassisch beispielsweise einfach eine Fußmassage beispielsweise. Das kann auch schon wahre Wunder bewirken gegen Schmerzen beispielsweise. Oder, wenn man sich das jetzt vielleicht nicht traut, gibt es so eine kleine Mini-Blackroll-Rollen, hast du vielleicht auch schon mal von gehört. Die kann man auch nutzen, und wenn man da langsam an der Ferse anfängt und sich bis zu den Zehen hocharbeitet, okay, mit der Zeit ist es auch ein super angenehmes Gefühl, und ja, man bearbeitet auch die Fußreflexzonen damit und kann super Verspannung lösen. Ja. Mhm. Ja, und da gibt es sicher noch einige Möglichkeiten. Ja, meine lieben GeoLeben-TV-Zuseher, das ist der Marvin Seidel aus Potsdam, Physiotherapeut mit vielen, vielen ganz, ganz wichtigen Tipps auch für die Gesundheit. Ich kann nur empfehlen, schaut einfach mal auf seinen Kanal, und ich glaube, der heißt eh ganz normal einfach Marvin Seidel, oder? Genau, richtig. Physiotherapeut Marvin Seidel. Genau, ja. Physiotherapeut Marvin Seidel. Das werden wir auf jeden Fall bei den beiden Videos, die wir bis jetzt haben, auch unten verlinken. Schaut einfach mal vorbei bei dem Guten, weil das zahlt sich wirklich aus. Diese Tipps und diese Anregungen, die kann man wirklich in die Praxis umsetzen. Und das ist ja auch
wichtig, nicht nur Theorie, sondern auch wirklich ganz klar Handhabe zu haben, was kann ich einfach gleich mal tun. Und das ist sehr verständlich. Ich habe es ja selbst einige Male schon ausprobiert. Mir fällt jetzt schon wieder ein nächstes Thema dazu ein. Faszien zum Beispiel, weil du gerade vorher einen Roller, so einen Roller, wo man eben auch der eben über den Fuß da seinen Fuß quasi massiert. Aber das ist ein anderes Thema und das machen wir vielleicht später noch einmal. In dem Sinne ist es jetzt auf jeden Fall mal genug. Ihr wisst sie. Bleibt gesund und wenn es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Alles Liebe von meiner Seite. Danke Marvin für dieses zweite wunderbare Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Baba, ciao, tschüss und servus. Danke euer auch. Bio und euer Marvin. Okay, ciao, ciao.